Ja, Gott zum Gruß, ich darf euch wieder recht herzlich begrüßen, Hulda Offenbauer. Die große Frage: Sind es jetzt wirklich die letzten Tage? Wie lange wird es noch dauern? Was sagt die Bibel dazu? Ja, die Bibel sagt einiges dazu und das möchte ich heute mit euch beleuchten. Und weil ich ja jetzt wirklich die 90 Tage aufpassen muss, dass mir kein falsches Wort rauskommt, damit sonst wäre der ganze Kanal hier weg. Mache ich hier nur einen Ankündiger und werde euch erklären, worum es geht. Und das ganze Video stelle ich euch dann mit einem Link unten rein, findet ihr auf Library Odyssea. Es geht darum, dass in dieser Endzeit gewisse Zeichen da sind und durch diese Zeichen erkennen wir, dass es wirklich die letzten Tage sind und wie das mit uns persönlich nämlich zusammenhängt. Ja? Und ein Merkmal sind, dass in dieser Endzeit falsche Lehren auftauchen werden. Ja? Das ist ein Zeichen von diesen letzten Tagen und viele werden da verführt werden, ja, viele werden abfallen vom Glauben, weil sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten. Was bedeutet das jetzt? Wie erkenne ich das? Was sind betrügerische Geister? Lehren von Dämonen. Was das im Detail ist, das erkläre ich euch in dem Video, ja. Und dadurch erkennen wir auch, vielleicht ist so mancher in dieser Schiene drinnen und weiß es gar nicht. Aber durch diese Punkte, die wir mit der Bibel beleuchten, werden wir genau erkennen, ob wir noch in der Wahrheit drinnen sind, beziehungsweise was das für Lehren sind, die da jetzt auf uns so einströmen, ja. Und wie das auf das Gewissen wirkt, ja, wir haben dadurch ein gebrandmarktes Gewissen und können dann nicht mehr richtig unterscheiden zwischen rein und unrein, zwischen heilig und unheilig, zwischen gut und böse, ja. Und das ist die große Falle nämlich bei dem Ganzen. Und noch dazu, wenn man sich mit diesen Dingen beschäftigt und dieses gebrandmarkte Gewissen hat, dann wirkt sich das auch auf unser Herz aus, ja. Und das sieht man in der Welt und das alles möchte ich mit euch gemeinsam beleuchten. Den Vergleich auch, wie die Menschen damals waren und wie sie heute sind und wie es da drinnen nämlich prophezeit ist. Es läuft alles so ab, ja. Und ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir wirklich jetzt aufpassen, gerade die Kinder, die sich mit diesem Wort hier beschäftigen, auf die hat das nämlich jetzt abgesehen, ja. Die anderen hat er eh schon. Und darum ist es ganz, ganz wichtig, festgewurzelt zu sein, stehen zu bleiben und immer die Schrift, allein die Schrift, sola scriptura, als Basis zu haben. Denn wenn wir das tun, werden wir nicht straucheln. Und wie gesagt, das Video gibt es unten drinnen und ich wünsche euch wie immer Gottes reichsten Segen dabei.